Moin, ich bin Kai und im dritten Teil meiner Kurzerklärt-Serie geht es heute um den ISO. In den ersten beiden Videos der Serie ging es ja schon um die Blende und um die Belichtungszeit. Und um jetzt ein richtig gutes Foto machen zu können und es korrekt zu belichten, brauchen wir noch eine dritte Zutat und das ist der ISO. Der ISO, was ist das? Das ist die Empfindlichkeit des Sensors. Und du musst dir das so vorstellen, den kann man einstellen. Bei den meisten Kameras gibt es einen Button dafür, bei der Canon 60D hier ist der zum Beispiel oben drauf. Bei manchen Kameras stellt man das aber auch im Menü ein. Und bei manchen Kameras kann man sich sogar einen Knopf extra belegen, wo man dann den ISO einstellen kann. Und da ist es so, 100, das ist so meistens der niedrigste Wert, das ist sehr unempfindlich für Licht. Und je höher der Wert wird, also zum Beispiel 6400 ist eher ein hoher Wert, desto empfindlicher ist der Sensor und desto mehr Licht lässt er während der Belichtungszeit rein. Mit einem höheren ISO geht leider auch Rauschen einher. Rauschen, das sind so bunte Farbpixel, die eigentlich da nicht hingehören in das Bild. Und das liegt einfach daran, dass der Sensor dann empfindlicher wird. Generelle Faustregel zum ISO, je niedriger, desto besser, weil es eben bei höheren ISO-Werten rauscht. So, im Studio ist es relativ einfach, da kannst du meist den niedrigsten ISO-Wert einfach einstellen in deiner Kamera. Und hast dann genügend Blitze, genügend Licht, um immer die perfekten Lichtbedingungen zu haben. Wenn du unterwegs bei einem Event oder so bist oder bei einem Konzert oder irgendwie on-location fotografierst, dann ist das Ganze ein bisschen schwieriger, dann hast du meistens nicht die perfekten Lichtbedingungen und da kommt dann der ISO ins Spiel. Den kannst du nämlich hochschieben und kannst dafür dann die Belichtungszeit ein bisschen kürzer halten, um dann trotzdem bei schlechten Lichtbedingungen noch scharfe Fotos zu machen, also nicht bewegungsunscharfe Fotos. Du kannst natürlich trotzdem noch die Blende weit aufmachen, also eine niedrige Blendenzahl wählen. Du kannst dann schön den Hintergrund unscharf und den Vordergrund scharf zum Beispiel bei einem Porträt. Das geht natürlich schon, aber du bist dann ein bisschen flexibler mit der Belichtungszeit und kannst die ein bisschen kürzer wählen. Wenn du noch Fragen zum ISO hast, dann schreib die einfach in die Kommentare. Ich beantworte die da immer. Und wenn du heute was gelernt hast, dann gib mir noch einen Daumen nach oben. Falls du noch mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch den Kanal. Ich lade jede Woche ein Video hoch und du verpasst dann in Zukunft nichts. In der Zwischenzeit kannst du dich nochmal bei Instagram, bei Facebook und auf meinem Blog umsehen. Auch da gibt es noch viele Infos zum Fotografieren lernen. Und ansonsten freue ich mich. Bis nächste Woche.